mit Maschinen zu arbeiten, ist das Beste. Mein Name ist Abdinur Wassame und ich bin 21 Jahre alt und komme aus Somalia. Und ich mache eine Ausbildung als Industriemechaniker bei Nestlé. Weil da Somalia gibt es immer noch einen Bürgerkrieg und kann man dort nicht einfach so leben. Es ist Gefahr. Ich habe meine Reise von Somalia angefangen. Danach bin ich nach Äthiopien gefahren mit dem Bus. Und dann bin ich durch Sudan und nach Libyen und dann mit dem Boot nach Italien gefahren. In meinem Sportverein habe ich Sprachkurs besucht und dort die Lehrerinnen haben Kontakt zu Unternehmen aufgenommen. Wegleiter von Osthofen, Nestlé, hat eine Ausbildungsstelle angeboten. Ich lerne etwas Besonderes in der Ausbildung, weil man bekommt mit anderen Azubis Kontakt und dadurch lernt man die Sprache. Die große Herausforderung für mich in der Ausbildung ist, dass manche Fächer sind sehr schwer für mich. Zum Beispiel die Wirtschaft. Ich hatte keine Erfahrung vorher gehabt. Meine Ziele bei Nestlé ist, dass ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen möchte und danach übernommen werde. Also Vielfalt ist für Nestlé extrem wichtig. Unser Engagement für Herrn Wassame ist quasi eingebettet in die Struktur Nestlé hilft, als ein Mosaiksteinchen. Wir haben eine soziale Verantwortung als Nestlé Gesamt, aber auch als Nestlé Health Science oder als Standort Osthofen. Und da war es uns natürlich wichtig, da auch tatkräftig zu unterstützen. Wir haben das Vorstellungsgespräch gemacht und dann haben wir innerhalb von ein, zwei Wochen ihm zugesagt. Wir bieten Integration für den Mitarbeiter, dass er sich hier mit uns quasi identifizieren kann, mit anderen Kollegen, deutschen Kollegen quasi zusammenkommt. Aber ich glaube, der viel wichtigere Punkt, den man immer wieder unterschätzt, ist Behörden. Behördengänge zu unterstützen, ihn da zu supporten, weil für ihn ist es eine völlig neue Kultur, Formulare auszufüllen, was mache ich wie richtig. Und da liegen extrem viele Hürden. Herr Wassame ist sehr neugierig, wissbegierig und sehr ehrgeizig. Unser Ziel ist es, Herrn Wassame hier zum erfolgreichen Abschluss in der Ausbildung zu begleiten und danach hier auch als Fachkraft im Unternehmen einzustellen. Deutschland ist ein vielfältiges Land. Da sind viele Menschen, die unterschiedliche Herkunft haben, aber die sind alle am Ende, die sind alle Deutsche. Und es ist immer bunt. Das mag ich gerne. Ich möchte die Ausbildung machen, damit ich in Deutschland selbstständig leben kann.